Hallo, ihr Süßen. Ich habe euch heute Am Ende gibt es nur uns von Paige Toon mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Was tust du, wenn sich dein Verlobter in eine andere verliebt? Hallo, ihr Süßen. Ich habe euch heute Am Ende gibt es nur uns von Paige Toon mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Ich finde das Cover schon sehr interessant, hier mit dem in der Mitte quasi durchgespaltenen Blümchen. Wobei mir das auch immer so ein bisschen leid tut, wenn ich das da so sehe. Das ist der Rücken. Und der Klappentext. Hier ist unten wieder das Blümchen. Und das kann man fühlen, sowohl hier als auch auf der Vorderseite. Und jetzt zoome ich euch mal für den Klappentext näher ran. Klingt doch interessant, oder? Und jetzt erzähle ich euch, wie es mir gefallen hat. Was tust du, wenn sich dein Verlobter in eine andere verliebt? Richtig, da kann man nichts tun. Auch Ren muss diese schmerzhafte Lektion lernen. Um auf andere Gedanken zu kommen, reist sie in die USA zu ihrem Vater, samt neuer Familie. Dort lernt sie den Sohn der Nachbarn anders kennen. Er ist grüblerisch und verschlossen und scheint den Verlust seiner Frau nie wirklich überwunden zu haben. Er stößt Ren immer wieder von sich und weiß selbst anscheinend nicht, was er eigentlich will. Aber weiß Ren das? Wie kann ein Besuch einfach alles auf den Kopf stellen und alles, was früher war, in einem anderen Licht erscheinen lassen? Mir tat Ren echt leid. Wenn sich dein Partner in jemand anderes verliebt, kannst du nichts tun. Liebe ist etwas anderes als Lust oder Interesse. Liebe kann man nicht ignorieren oder wegdiskutieren. Doch es ist hart für Ren, dabei zusehen zu müssen, wie sie das neue Paar in ihrem gemeinsamen Heimatort ein neues Leben zu zweit aufbaut. Also reist sie auf die andere Seite der Welt zu ihrem Vater. Auch er hatte sich einst neu verliebt und damit ihre Familie zerstört. Seitdem fühlt sich Ren wie das fünfte Rad am Wagen, ungewollt und wie ein Störenfried. Doch ist das wirklich so oder hat Ren einfach immer nur ihre Seite der Dinge gesehen? Man muss sie dabei zugutehalten, dass man nicht in andere reinsehen kann. Man kann nur auf das reagieren, was einem entgegenschallt. Ich fand es sehr interessant, wie das Leben auf der Farm Ren veränderte. Ihre Kreativität zeigte sich immer öfter, und sie fing an, alles zu hinterfragen. Anders bleibt einem lange ein Rätsel. Das liegt auch daran, dass das Buch zu 98% aus Rens Sicht geschrieben ist und er erst kurz vor Schluss mit zu Wort kommt. Anders würde es aber auch nicht funktionieren. Seine Vergangenheit soll ja im Dunkeln bleiben. Obwohl das alles für mich recht leicht zu erraten war. Anders ist lange undurchschaubar und seine Stimmungsschwankungen ziemlich krass. Er weiß selbst nicht, was er will, und das macht ihn für mich auch recht anstrengend. Was mir gefiel, war, wie Jonas sich immer mehr in die neu entstandene Clique rund um Ren und ihre Halbschwester einfügte und allgemein, wie jeder jeden motivierte und inspirierte. Die Wendung hatte ich schon recht früh erraten, fand es aber trotzdem toll gemacht. Ich fand es etwas arg schade, dass Ren da so viel emotional abbekam. Ich hätte mir gewünscht, dass das Buch hier einen anderen Weg gewählt hätte und etwas weniger vorhersehbar gewesen wäre. Mir gefiel das Buch sehr gut. Ich konnte zwar ein zentrales Element schon sehr früh erraten, aber ich fand es trotzdem toll, wie das Buch seine Messages rübergebracht hat, ohne mit der Brechstange aufzuwarten. Ja, einige von Anders Entscheidungen waren sehr klischeehaft, aber man kann auch seine Sicht verstehen. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass es da weniger dramatisch geworden wäre und das Buch sich getraut hätte, vom Üblichen abzuweichen. Insgesamt mochte ich es aber wirklich sehr gern. Es bekommt von mir 4 Sterne. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!